Hallo liebe Moviepiloten, gestern habe ich drei Videos für euch produziert und eins, das wird erst veröffentlicht. The Walking Dead World Beyond habt ihr bekommen, Fear the Walking Dead habt ihr bekommen und das Q&A ist im Kasten. Ich habe das Büro verlassen und dachte, Mensch, ganz schön viel geschafft heute. Und dann ist der Matrix 4 Trailer gedroppt und ich... Warum verlasse ich dieses Büro überhaupt je? Aber nein, es wird Zeit, dass ich erneut über Matrix spreche. Ich hatte ja diesen Matrix Rewatch, ich weiß, ich habe über Animatrix nicht gesprochen. Das werde ich aber noch tun, denn da habe ich sehr viel zu sagen. Und jetzt ist der zweite Trailer da und ich glaube, als ich den ersten Trailer bereits besprochen habe, waren meine Gedanken folgendermaßen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und jetzt, wo ich den zweiten Trailer gesehen habe, kann ich sagen... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe weder sehr positive noch sehr negative Gedanken. Ich habe sehr viel Fragezeichen über meinem Kopf. Der Film wirkt verdammt meta. Okay, wir beginnen erneut mit Keanu Reeves Neo, der in einer seltsamen Simulation sein Leben verbringt. Er kriegt andauernd die blauen Pillen und so. Blaue Pillen. Ich geh mal weg. Aber ja, er scheint irgendwie wieder an die Matrix angekoppelt worden zu sein. Was dieser Film anders macht bis dato ist folgendes. Die Matrix-Filme, die wir kennen, Matrix 1, Matrix Reloaded und Revolutions, die existieren in dieser Welt. Deswegen habe ich sehr viele unterschiedliche Gedanken. Zum einen ist das ja so ziemlich das, wovon alle Charaktere in The Matrix Reloaded gesprochen haben. Selbst die Matrix, selbst Neos Leben ist nur Teil der Simulation, ist nur Teil der Kontrolle. Der Auserwählte selbst, das Konzept des Auserwählten, sollte ja auch laut Matrix 2 nur ein Teil einer weiteren Simulation sein. Und es war ja auch der Fall, bis Neo dann Sentinels in der echten Welt in Zion vernichtet, also vor Zion vernichtet hat mit seinen Händen. Und ich, okay, also haben die Bullshit geredet. Dieser Film, also zumindest der Trailer, suggeriert uns bis dato etwas anderes. Und eins der Hauptthemen ist eine Endlosschleife. Wir sehen sehr viele Momente, die uns an ikonische Szenen aus Matrix, Matrix 2 und Matrix 3 erinnern. Was spannend ist. Und auf der einen Seite ist das genau das, was Hollywood zurzeit immer macht. Sie ködern uns mit Nostalgiegekotze und machen dann irgendwas Seltsames. Auf der anderen Seite, wenn es ein Franchise gibt, das gerade mit Déjà-vus spielen kann, ist es Matrix. Weil in Matrix 1 haben wir ja gelernt, dass wenn jemand ein Déjà-vu erlebt, wird die Matrix umprogrammiert. Irgendwas wird verändert. Und das ist ja das Spannende. Wir sehen zum Beispiel die Trinity-Sequenz aus Matrix 1, nur diesmal mit einer neuen Figur. Wir haben Morpheus wieder, aber er ist jünger. Und ich bin mir ziemlich sicher, in einem der Clips haben wir gesehen, dass er zusammengebaut wird wie aus Nanobots. Das bedeutet... Ist Morpheus gar nicht Morpheus? Ist er eventuell nur da, um Neo abzulenken, damit er ein Gesicht hat, an das er sich irgendwie erinnern kann, zumindest unterbewusst? Selbst Trinity zerfällt hier und da in diese Kodierung der Matrix, aber sie scheint es wirklich wiederzugeben. Die haben Neo und die haben Trinity in solche seltsamen Pods gehauen. Diese Pods, in der die Menschen festgehalten werden als Batterien und beide scheinen jetzt wichtig zu sein. Beide scheinen übermenschliche Kräfte zu haben, beide scheinen die Auserwählten zu sein und eine Diet in the Force. Ja, sind Rise of Skywalker wirklich? Kylo und Rey? Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es cool, dass Trinity sagt, sie hat das alles schon mal erlebt, aber sie weiß ganz genau, dass ihre Erinnerung nur an einen bestimmten Punkt reicht. Ich so, ja, weil dann bist du ja gestorben. Also was zur Hölle passiert hier? Dann haben wir diesen seltsamen Charakter, den wir schon mal gesehen haben im Trailer und das ist jetzt höchstwahrscheinlich die neue Interpretation von Smith. Und ich weiß, wir fragen uns, wie kann Smith existieren? Wurde der nicht komplett vernichtet? Ich meine, alle seine Kopien wurden ausradiert. Ja und nein, weil wenn Neo existiert, muss Smith existieren. Das ist ja das Negativ zu ihm. Der eine kann nicht ohne den anderen existieren. Und ich glaube, wenn einer der beiden stirbt, müsste eigentlich der andere auch wieder sterben. Das ist total seltsam. Aber der Film scheint auch sehr viel Meta-Humor zu haben. Selbstreferenziell in die Kamera winken und gleichzeitig genau dieses Konzept in die Handlung mit einzubauen. I still know Kung Fu. Ich meine, fuck, es geht alles um Simulation. Matrix war eine Welt, die uns vorgegaukelt wurde. Und umso spannender finde ich dann zwei Aspekte, die ich überhaupt nicht deuten kann. Okay, in einer Sequenz sehen wir, dass Neo vor einem Spiegel steht und das Spiegelbild, das ihn zurück anguckt, ist ein alter Mann. Und aber der sieht nicht mal aus wie Keanu Reeves. Ich so, okay, also ist sehr viel Zeit vergangen. Sieht Neo in Wirklichkeit so aus? Eventuell. Doch dann sehen wir Neo auch in zumindest das, was so aussieht, wie Zion oder die echte Welt. Und er sieht so aus wie Keanu Reeves heute in seinen, wie alt ist Keanu Reeves, 50ern? Wahrscheinlich. Was uns zu Niobe bringt.
die zurück ist. Und sie sieht so aus, als wenn sie gezeichnet wurde vom Krieg. Der Krieg ging weiter. Haben die Maschinen uns verarscht? Ist der Architekt zurück? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das deuten kann. Wir haben auch das kleine Computerprogramm zurück. Wie hieß sie? Sati? Ich glaube, sie hieß Sati. Sie hat ja tatsächlich für Neo etwas gebaut, etwas erschaffen, etwas kreiert. Am Ende von Matrix 3. Diesen Sonnenaufgang, diese seltsame rebootete Version der Matrix, die war ja für Neo als Geschenk. Und sie ist ja davon ausgegangen, dass er zurückkehrt. Und er ist wieder da. Aber erneut, er und Trinity werden von den Maschinen in irgendwelchen Pods festgehalten. Warum? Warum sind die beiden so besonders? Was hat sich verändert? Was ist in der wahren Welt geschehen? Und wie zur Hölle, wieso zur Hölle, haben wir Morpheus nicht mehr? Also zumindest in jüngerer Form. Und wieso sieht es so aus, als wäre er künstlich? All diese Fragen schwirren mir ganz wild durch den Kopf. Und ich habe jetzt unterschiedliche Theorien. Zum einen, und das würde ich hassen, ist, wenn man uns sagt, Matrix 1, 2 und 3 sind Bullshit. Ja, Neo kann sich irgendwie dran erinnern, aber die sind nie wirklich passiert. Das war auch nur Simulation. Wow, würde ich das billig finden, denn das bedeutet, wenn wir die jetzt gucken, sagen wir, ja, okay, wir gucken gerade Bullshit. Das würde ich hassen. Auf der anderen Seite würde ich es ganz spannend finden, wenn jemand diese Simulation, diese neue Simulation benutzen würde, um die Matrix-Filme, also die Erinnerung, da rein zu projizieren, um Neo wach zu rütteln. Weil er muss wachgerüttelt werden, weil er anscheinend wieder gebraucht wird. Und Trinity wird anscheinend wieder gebraucht. Das würde ich spannend finden. Und ich brauche einen sehr plausiblen Grund, warum der Krieg weitergeht zwischen Mensch und Maschinen. Denn Matrix 3 hat uns etwas anderes suggeriert. Ja, die Maschinen, die brauchen Menschen als Batterien. Und ja, die Menschen waren sehr wehrsam. Aber am Ende des Tages haben sich alle darauf geeinigt, wir haben einen gemeinsamen Feind und der heißt Smith. Denn der möchte die Menschenwelt und die Maschinenwelt einnehmen und gegen den müssen wir kämpfen. Ich weiß, das war ein bisschen seltsam und Matrix 3 gefällt sehr vielen Leuten nicht. Aber es war zumindest ein Ende und zum Schluss hat sich Neo geopfert. Der Erlöser hat sich geopfert. Die ganze religiöse Allegorie hat ihren Höhepunkt gefunden. Jetzt geht es aber weiter. Was ich dem Film jetzt schon lasse, ist Folgendes. Wir haben diesen Thriller- und Mystery-Aspekt und der hat den ersten Teil so besonders gemacht. Denn der erste Teil, die ganze erste Hälfte ist ein Mystery. Was zur Hölle passiert hier? Was ist falsch in dieser Welt? Warum können diese Leute so springen? Wer sind diese Agenten? Und dann sehen wir, okay, es gibt die Nebukadnezar. Ah, okay, man kann Sachen auf eine Person draufladen und so weiter und so fort. Und Neo ist tatsächlich der Auserwählte. Das fand ich immer alles sehr spannend im ersten Matrix-Film. Deswegen der Matrix-Film, der allererste, ist auch genremäßig der spannendste, weil er mit so vielen unterschiedlichen Einflüssen arbeitet. Und die Sequels haben sehr viel entmystifiziert, obwohl ich mittlerweile ein Herz für sie habe. Doch alles in allem, ich habe die gleiche Haltung, die ich zum ersten Trailer habe. Ich bin weder mega hyped dafür, noch mega anti. Ich frage mich natürlich jedes Mal, wenn man einen Abschluss hat, eine Trilogie hat, die zumindest ein Ende gefunden hat, warum muss man weitermachen? Und so lustig es auch ist, dass dieser Film eins zu eins darauf eingeht, Nostalgie zu benutzen und das mit in die Handlung einbindet. I still know Kung Fu. I understood that reference. Heutzutage täuscht mich das trotzdem nicht, denn viel zu häufig wurde ich gebaitet mit Nostalgie-Getue und habe dann etwas recht Unoriginelles oder Respektloses gegenüber dem Original. Aber hey, ich will da nur mal eine faire Chance geben. Der erste Matrix ist nach wie vor ein Sci-Fi-Action-Meisterwerk. Die Fortsetzungen nicht wirklich, aber ich habe gelernt, sie zu mögen. Ja, ich würde sogar mögen sagen. Aber diesen vierten Teil, ich habe nicht nach ihm geschrien, aber jetzt, wo er da ist, bin ich irgendwo krass gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Entweder ist es so ein Film, wo wir alle sagen, das war viel besser, als wir alle erwartet haben. Oder es ist ein Film, wo wir alle sagen, warum gibt es den überhaupt? Und ich hoffe, dass Ersteres der Fall sein wird. Ich hoffe, dass dieser Film nicht das Vermächtnis von Matrix irgendwie beschmutzen wird. Aber ich will der Nummer echt eine faire Chance geben. Ich meine, eine Sache haben die geschafft. Ich bin neugierig. Neugierig heißt weder starke Vorfreude noch Ablehnung. Aber Neugierde ist da. Und das sind meine Gedanken zum neuen Trailer von Matrix. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Matrix 4? Freut ihr euch drauf? Habt ihr nach diesem Film gefragt? Wollt ihr ihn nicht sehen? All das interessiert mich. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.